Jo, was geht? Und damit willkommen zum TTL Teambuilding für den siebten Spieltag der TTL. Gegen das Team Alolan Pillarman, geleitet von eigentlich Professor N und Mindcube, aber Professor N hat aktuell kein Internet, weshalb Glabber für ihn einspringt. Und dementsprechend machen sie auch zusammen das Teambuilding. Also, ja, deswegen nicht wundern. Also, ich glaube zumindest, dass sie zusammen das Teambuilding machen. Vielleicht macht N auch mit. Ich habe keine Ahnung, wie sie das genau machen. Ist ja auch nicht so wichtig. Was viel, viel wichtiger ist, ist die Tatsache, dass ich heute leider wieder alleine bin. Beim Kampf wird der liebe Paul mit dabei sein, aber leider nicht beim Teambuilding-Video. Ist etwas schade, aber kann man nichts machen. Deshalb, ja, ich hoffe, ihr könnt damit leben. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf das Team ein, was denn Alolan Pillarman mitnimmt. Beziehungsweise, stopp, 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 noch viel, viel wichtiger. Ich muss noch mal über etwas sprechen. Denn nach dem letzten Spieltag dachten wir eigentlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in die Playoffs kommen, gegen null geht. Aber wir haben aktuell sogar eine sehr gute, okay, nicht eine sehr gute, aber eine realistische Chance, in die Playoffs zu kommen. Denn die Sache ist, dass eigentlich fast alle, die aktuell um die Playoffs spielen, verloren haben, außer Alolan Pillarman, die unser Gegner sind. Das heißt, wenn wir gegen Alolan Pillarman gewinnen an diesem Spieltag, mindestens 2 zu 0 können wir in die Playoffs kommen. Aber wir können dann immer noch von Stratobasco beispielsweise verdrängt werden. Deshalb müssen wir am besten noch höher gewinnen. Aber solange wir mindestens 2-0 gewinnen, haben wir eine Chance auf die Playoffs. Alles darunter hilft uns nichts. Also selbst wenn wir 1-0 gewinnen, dann sind wir trotzdem draußen. Aber 2-0 oder höher wäre gut. Am besten noch höher. Mit einem 6-0 sind wir safe in den Playoffs. Aber ich re rechne jetzt hier nicht mit einem 6-0. Deshalb, ja, wir werden auf jeden Fall auf den Sieg spielen. Auf einen mindestens 2-0-Sieg. Alles, was darüber ist, ist noch besser. Das wird halt auch das Ziel sein. Aber wir können es halt nicht zu 100% natürlich beeinflussen. Naja, so viel erstmal dazu. Die Chance lebt, beziehungsweise der Traum lebt, noch in die Playoffs zu kommen. Mal gucken, wie wir uns jetzt erstmal aber gegen das Team von Mindcube und eigentlich von N schlagen können. Und zwar könnten sie mit an den Start bringen: Kapu Fala, Suicune, Terrakium, ein Echnatoll, ein Togekiss, Raichu, Megastardos, ein Flambirex, Sumpex und Hooper. Womit rechnen wir? Also, wir rechnen mit Kabu Fala, also ich sag natürlich wir, auch wenn Paul nicht da ist. Wir rechnen mit Kabu Fala, Suicune, mit Terrakium, dann mit Megastalos und dann ist halt die Frage, ob sie natürlich Hooper mitnehmen könnten. Was sie wahrscheinlich sogar machen werden, wird wieder das gleiche sein wie letztes Mal. Letztes Mal haben sie nämlich Double Scarf, Hooper und Kabu Fala gespielt. Also, auf Hooper hatten sie einen Wahlschall drauf und auf Kabu Fala hatten sie einen Wahlschall drauf. Und sie haben am letzten Spieltag, Achtung, Spoiler sozusagen, eigentlich ein 6 zu 2 gedreht und haben 0-1 gewonnen mit dieser Kombination. Und daher glaube ich, dass sie diese Kombination wieder gegen uns spielen könnten. Vor allem, weil diese Kombination nicht schlecht gegen uns ist, weil wir nicht wirklich viel gegen Hooper und gegen Kapu Fala haben, außer den guten alten Schlüssel, Klavion, aber dazu kommen wir später. Das wäre noch eine Möglichkeit, um Hits zu tanken, aber das Ding können sie halt auch rausnehmen. Vor allem haben sie dafür gute Checks, wie zum Beispiel Terrakium, was mit einem Nahkampf soliden Schaden macht. Vor allem, wenn es irgendwie Choice Bandit ist oder einen Z-Kristall trägt. Dann natürlich Megastalos, das ist auch super, super nervig für Klavion und so weiter und so fort. Flammirex, Sumpex, keine Ahnung. Die haben da Sachen gegen. Deshalb, der Schlüssel ist nicht super, super gut gegen die. Aber vor allem gegen diese Kombination aus Hooper und Kabu Fala kann es eben einiges machen. Und so viel eigentlich auch dazu. Sie haben viele Optionen für uns oder gegen uns. Was ich jetzt nicht unbedingt erwarte oder was wir nicht unbedingt erwarten, sind Flambirex und Echnatol. Das sind zwei Pokémon, die nicht so gut gegen uns sind. Togekiss muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Raichu, ja, können sie auch mitnehmen, müssen sie nicht mitnehmen. Damit haben wir aber auch irgendwo gerechnet im Teambuilding. Also wir haben dafür auch Checks, auch für Togekiss. Aber an und für sich, ja, können sie vieles zwar mitnehmen, aber sie werden nicht sowas wie Flammirex und Echnatol mitnehmen. Also das kann ich auf jeden Fall für mich persönlich ausschließen. Wenn sie das mitnehmen, dann würde ich mich sehr, sehr, sehr stark wundern. Ja, egal. Das ist erstmal zum Team. Jetzt gehen wir erstmal auf das Team ein, was wir hier mit an den Start bringen. Wieder, wie immer, die ersten drei Pokémon gehören mir und die letzten drei Pokémon gehören den lieben Penta. Und ich fange mit meinem ersten Pokémon an und zwar mit Elevoltek mit dem Z-Kristall für Elektroattacken. Heute auch ein spezielles Elevoltek, denn die Sache ist, dass ein spezielles Elevoltek relativ solide gegen sie aufgestellt ist. Denn mit dem Z-Donnerblitz haben wir die Möglichkeit, Suicune zu 100 KO, außer es hat irgendwie ein Gedankengut vorher rausbekommen. Dann haben wir noch die Kraftreserve Pflanze für dieses Sumpex. Das ist ein safer 2-Hit-KO.
außer diesen, glaube ich, total speziell defensiv investiert, dann nicht unbedingt, aber sonst ist es eben ein safer Two-Hit-KO, vor allem bei einem Physisch-Defensiven. Dann haben wir noch den Fokusstoß für dieses Stalos, dieses Mega-Stalos. Wenn sie das total speziell defensiv spielen, dann ist es eine Roll, ob wir das Two-Hit-KOen können. Wir müssen aber halt auch beide Male erstmal treffen. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 90% oder so, dass wir Mega-Stalos mit dem Fokusstoß Two-Hit-KOen können, was also auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für uns ist. Und zu guter Letzt dann noch Spotlight. Spotlight, ja, erklärt sich eigentlich von allein, ist ganz nice. Vor allem mit dem Raichu, falls sie es mitnehmen, können wir zum Beispiel von Gyarados die Attacke auf Illovoltec lenken und dafür einen Starthilfe-Boost abstauben, was natürlich auch cool ist. Ja, zum Investment dann ist eigentlich nur zu sagen, dass wir erstmal so viel in die Spezialangriffsoffensive investiert haben. Das war blöd formuliert. Also wir haben so viel in die Spezialoffensive investiert, damit wir einfach super, super viel Schaden machen mit 248 und einem mäßigen Besen. Wir haben hier 4 LVs rausgepackt, denn das Investment ist komisch, aber es ergibt Sinn. Denn die Sache ist, dass wir eigentlich mit einem Lead von Mega Stalos und Suicune rechnen oder von Mega Stalos und Zumpex oder Zumpex und Suicune, irgendwie sowas in der Art. Könnte sehr, sehr gut sein. Das sind so Optionen, die wir gegen uns ganz gut sehen. Und Illovoltec ist vor allem gegen Suicune super, super stark und deswegen wollen wir in der Lage sein, natürlich die Suicune zu besiegen. Aber was passiert, wenn sie auf einmal mit Hooper und mit Carbufala liegen? Das wäre etwas nervig. Deshalb haben wir uns gedacht, okay, wir wollen unser Illovoltec so investieren, dass wir von Carbufala safe eine Attacke tanken oder von Hooper safe eine Attacke tanken. Und deshalb habe ich hier 228 in die KP reingepackt. Mit den 16 Verteidigungsinvestments sind wir in der Lage, safe einen Psychoschock im Psychofeld von Carbufala zu tanken und eine Psychokinese können wir sowieso tanken, weil die Spezialverteidigung besser ist als die physische Verteidigung. Also ja, haben wir das eben so investiert. Dann haben wir noch 16 Initiative reingepackt, um ein speedcreependes Suicune zu outspeeden. Also falls es irgendwie ein bisschen Init reinspielt, um Illovoltec zu outspeeden, also Min-Speed Illovoltec, dann wollen wir eben schneller sein um ein paar Punkte oder mindestens um einen Punkt. Und dann, ja, mussten wir eben 4 EVs aus dem Spezialangriff rauspacken, genau aus diesem Grund, weil wir eben diesen Initiativwert haben wollten. Wir wollten aber natürlich auch die Verteidigungswerte bzw. den KP-Wert haben, um eben safe einen Hit von Carbufala bzw. von diesem Hooper im Psychofeld zu tanken. Also das ist der Grund für dieses Investment und ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Als nächstes gehe ich nicht auf Mega Gyarados ein, sondern auf Skelabra, denn wahrscheinlich wollen wir mit Skelabra und Illovoltec leaden. Das ist so unsere Intention, denn wenn sie tatsächlich Mega Stalos und Suicune oder so an den Start bringen, oder auch Zumpex und Suicune, das wird auch passen, wobei ich jetzt nicht von diesem Matchup ausgehen würde, aber trotzdem würde das eben passen, wäre Skelabra in der Kombination mit Illovoltec super, super stark. Auch gegen Raichu ist diese Kombination super stark, weil Skelabra nicht gemoonhiebt werden kann und Illovoltec keine Elektroattacke abbekommen kann, also auch nochmal ein kleiner Pluspunkt für diese Kombination. Und hier spielen wir tatsächlich den Feuer-Z-Kristall drauf, also wir wollen tatsächlich relativ früh unsere Z-Attacken raushauen, damit wir schon im Vorfeld offensiven Druck aufbauen und schnell die Defensive von denen anknacksen können, damit unsere Offensive sie noch mehr erdrücken kann und so können wir vielleicht am Ende gewinnen. Das ist zumindest unser Plan. Wir wollen ja auch möglichst hoch gewinnen, deswegen müssen wir eben auch sehr, sehr offensiv hier an den Start gehen, haben aber natürlich auch Defensive dabei. Unsere Taktik ist aber, wie gesagt, erstmal offensiv eigentlich reinzugehen. Mal gucken, ob das auch im Kampf so klappt. Dann hier mit dem Z-Feuersturm. Der Z-Feuersturm ist ein safer KO gegen Mega Stalos. Selbst wenn es protected, dann bekommen wir trotzdem 30-40% drauf und können in der nächsten Runde immer noch mit Feuersturm killen. Selbst Feuersturm ohne den Z-Kristall kann viele Mega Stalos Varianten One-Hit KO'en, aber mit dem Z-Feuersturm sind wir zu 100% sicher, dass wir jede Variante von Mega Stalos One-Hit KO'en können und vor allem kann das Ding dann nicht protecten, weil es halt immer noch zusätzlichen Schaden durch den Z-Feuersturm bekommt. Deswegen hier den Z-Kristall drauf, dann Spukball als weitere Attacke, ist natürlich nice gegen Carbufala und gegen Hooper, macht super, super guten Schaden. Killt Hooper in die nächste Dimension, keine Frage. Und natürlich auch nice gegen Echner, toll. Dann haben wir noch den Energieball, der ist vor allem für Suicune da. Dann bekommen wir auch nochmal sehr effektiven Schaden auf Terrakium. Zumpex, ganz, ganz wichtig, da bekommen wir auch noch einen safen KO rauf, weil das eben vierfach effektiv ist, außer das Ding trägt eine Grindelbeere. Und ja, dafür eben den Energieball. Und zu guter Letzt ein Schutzschild, wir brauchen eigentlich keine vierte Attacke. Und Schutzschild kann natürlich hilfreich sein in so einem Format, ja. Es ist Schutzschild. Mehr brauche ich, denke ich mal, nicht sagen. Als nächstes dann das Investment. Hier 40 in Initiative reingepackt mit einem Schollenwesen. Das ist so viel, damit wir eben ein Speedcreep mit Suicune ebenfalls outspeeden. Aber
trotzdem ein bisschen weniger als Ilivojtek, weil wir brauchen einfach noch die Werte in den anderen Werten, also im Spezialangriff und im KP-Wert. Deswegen sind wir jetzt nicht so in die Initiative reingegangen, wie wir es bei Ilivojtek gemacht haben. Wobei da man dazu sagen muss, dass Ilivojtek natürlich auch schneller ist und deswegen mussten wir da sowieso ja nicht so viel investieren. Und wir haben hier tatsächlich auch ein scheues Wesen, weil wir brauchen kein mäßiges Wesen. Und dann können wir ein paar EV sparen und das Ganze in den KP-Wert reinpacken. Man kann ja leider kein Plus-KP-Wesen oder so machen, das gibt es leider nicht. Deswegen mussten wir das eben mit dem scheuen Wesen hier machen, 40 in Initiative, um eben auf diesen Init-Wert zu kommen, 226. Und dann noch 216 in den KP reingepackt, weil wir damit in der Lage sind, von Kapufala sicher eine Psychokinese oder einen Psychoschock zu tanken, ebenfalls im Psychofeld. Wie gesagt, wir wollen in der Lage sein, von diesem Hooper und von diesem Kapufala nicht überrollt zu werden, schon in der ersten Runde, falls sie wirklich damit leaden sollten, weil wie gesagt, unser Lead steht fast schon fest, außer sie nehmen ein anderes Team mit als eigentlich erwartet, dann werden wir natürlich auch anders reagieren, aber wenn sie das Team mitnehmen, was wir größtenteils erwarten, dann wird das wahrscheinlich unser Lead sein und falls wir halt das falsche Matchup predikten, wollen wir nicht schon in der ersten Runde komplett zerstört werden, deshalb wollen wir eben in der Lage sein, sowohl von Kapufala als auch von Hooper Hits zu tanken und ja. So viel eigentlich dann auch dazu. Als nächstes haben wir dann mein zweites Pokémon und zwar Kiesis, das Klavion mit der Citrobeere und den Attacken Stachler, Donnerwelle, Lichtschild und Reflektor. Wir haben natürlich Lichtschild und Reflektor dafür da, damit wir einfach besser Hits tanken. Ist ganz nice, vor allem gegen Kapufala haben wir dann die Möglichkeit mit Kyurem White zum Beispiel besser Hits zu tanken, also so eine Mondgewalt oder so. Dann natürlich die Donnerwelle, um Sachen einfach langsamer zu machen, vor allem sowas wie Terrakium ist nervig. Wir müssen auf Blitzfänger Raichu natürlich aufpassen, also das Ding kann natürlich nervig werden, falls ich es wie gesagt mitnehme. Muss aber natürlich nicht sein. Dann ist es nice, wenn wir zum Beispiel Hooper oder Kapufala T-Waven können, also Donnerwellen können, wenn jetzt zum Beispiel kein Psychofeld draußen ist oder sonst irgendwas in der Art, dann kann das natürlich auch nice sein. Und dann natürlich noch die Stachler. Ist ganz cool, weil wir dann in der Lage sind, gegen Kapufala einen Safe und Wanted KO zu landen mit unserem Kyurem White. Wir gehen später noch, also ich gehe später auf das Set nochmal ein, aber mit diesem Set, was wir jetzt gerade aktuell haben, bekommen wir nicht auf jedes Kapufala Set einen Safe und Wanted KO, weil sie es natürlich auch ein bisschen defensiv investieren könnten und deshalb sind die Stachler hilfreich, um ein bisschen Chip Damage zu bekommen. Wir haben hier ein total speziell defensives Klavion, weil Klavion vor allem dieses Kapufala, aber auch Hooper checken soll. Deswegen haben wir uns jetzt hier für ein speziell defensives entschieden und ja, eigentlich gibt es tatsächlich nicht viel mehr zu Klavion zu sagen, also das ging relativ schnell. Als nächstes haben wir dann aber endlich Mega Gyarados, das ist das zweite Pokémon vom lieben Penta und das ist ein Pokémon, womit ich etwas unsicher war, ob wir es mitnehmen. Paul war sich aber sehr sicher, dass wir es mitnehmen sollten und ich hätte auch über Boreos nachgedacht, was auch nicht schlecht gegen sie war oder wäre, aber ja, er meinte, dass Mega Gyarados besser ist und ich habe ihm da jetzt mal vertraut, weil es ist nicht schlecht, aber ich glaube nur nicht, dass es sweepen wird. Und zwar haben wir hier das Set bestehend aus Knirscher, Kaskade, Drachentanz und Schutzschild. Also ein Standard-Set eigentlich. Ich sehe nur aktuell nicht, ob wir mit Drachentanz irgendwie sehr viel machen können. Vor allem, wenn sie Suicune dabei haben und es wieder mit der roten Karte spielen. Letztes Mal haben sie ja ein rote Karte-Set gespielt auf Suicune. Damit rechne ich aktuell auch. Deswegen bin ich da etwas skeptisch. Aber es kann uns tatsächlich helfen, wenn Suicune beispielsweise schon weg ist oder wir uns gegen dieses, wie heißt das, Echnatol setupen können, falls es doch aus irgendeinem Grund mitnehmen. Kann ganz cool sein oder vielleicht gegen Stalos oder so, wenn es jetzt nicht gerade Brüller im Set hat. Also ja, wäre eine Option und Knirscher und Wasserfall, sage ich schon, Kaskade trifft alles aus dem gegnerischen Team, mindestens neutral, also es gibt nichts, was nicht getroffen wird, was natürlich auch sehr hilfreich ist. Dann haben wir hier so viel Init investiert, damit wir nach einem Plus 1 schneller als ein Walschall Hooper sind, also 168 in Initiative gepackt mit einem frohen Wesen und dann haben wir nochmal komplett in den Angriff investiert und 88 in die KP, einfach weil es übrig geblieben ist. Ich habe nochmal ein bisschen rumgerechnet, ob es sich lohnt, in irgendeinen Verteidigungswert, also auf einen bestimmten Verteidigungswert das Ganze raufzupacken, hat sich nicht gelohnt. Wir haben deswegen das Ganze einfach in die KP reingepackt. Als nächstes haben wir dann mein letztes Pokémon und zwar Kyurem White. Das erklärt sich eigentlich auch relativ schnell von allein. Und zwar haben wir hier ein Walschall Kyurem White, denn Walschall Kyurem White ist super gut gegen sie. Vor allem, wenn sie Walschall Kapufala und Walschall Hooper wieder spielen. Denn letztes Mal haben sie Kapufala nicht Full Speed gespielt, sondern sie haben es langsamer als Hooper gespielt, weil Hooper mit Dimensionsloch die Möglichkeit hat, durch Schutzschilde durchzugehen und Kapufala dann das Ganze ausnutzen kann und das Pokémon besiegen kann. Also man kann ein Pokémon double targeten
wenn Hooper vorher auf Dimensionsloch gegen das Pokémon gegangen ist, selbst wenn ein Schutzschild einsetzt oder nicht. Und das ist eine ziemlich gute Taktik, die wir tatsächlich auch dieses Mal wieder erwarten von den beiden. Und dementsprechend sind wir dann schneller als ein Walshark Kapufada, wenn es nicht Full Speed spielt. Wenn es doch Full Speed spielt, dann ist es so, dann kommen wir halt in den Speed-Teil und müssen halt ein bisschen Glück haben. Wir sollten aber in der Lage sein, von einem Kapufada safe einen Hit zu tanken. Also eine Mondgewalt sollten wir von einem scheuen Kapufada safe tanken. Eigentlich auch von einem mäßigen Kapufada. Also ja, passt das doch noch besser. Dann haben wir hier das Set Eisstrahl, Erdkräfte und Spukball sowie Psychokinese. Eisstrahl trifft fast alles effektiv, was nicht Erdkräfte effektiv trifft oder Spukball. Spukball ist dann vor allem für Hooper da oder für Kapufada. Aber eigentlich primär für Hooper, weil Hooper das einzige Mon ist, was davon wirklich One-Hit-KO'd wird. Eisstrahl ist ein Two-Hit-KO gegen Kapufada, genauso wie Spukball. Dann ist die Psychokinese vielleicht ganz nice, wenn der Gegner das Psychofeld rausholt. Kann ganz cool sein, vielleicht gegen Suicune oder so, weil Suicune tatsächlich von unserem Curing White kaum Schaden bekommt. Also Suicune ist sogar ein sehr solider Check gegen Curing White. Und sie könnten sowas wie Spiegelcape draus spielen, was echt eine gute Taktik wäre und gefährlich für uns wäre. Ja, und dann noch ja, Erdkräfte für Terrakium vor allem oder auch für Mega Stardust oder auch für Embor, also Flamirex, falls sie es mitnehmen. Also wir haben hier ein Moveset, was so ziemlich alles ganz gut trifft, bis auf vielleicht Suicune. Wenn wir auch noch das Psychofeld draußen haben, können wir das auch noch ein bisschen besser treffen mit Psychokinese, also passt das. Und dann zum Investment. Wir haben hier, wie gesagt, ein komplett investiertes Jabberwocky, also Curing White, mit vollem Spezialangriff Investment und viel in die Spezialverteidigung reingepackt. Also relativ Standard. Wir wollen halt einfach Full Speed sein, damit wir im Fall der Fälle mit einem Kapufala in ein Speed-High kommen. Und dann zu guter Letzt haben wir noch Hutsasser mit der Pjabarbeere mal wieder. Die Pjabarbeere ist eine super Beere, vor allem auf Gift-Pokémon. Und hier auch wieder, weil die Gegner haben einfach zwei starke Psycho-Pokémon mit Kapufala und Hooper. Und wir sind in der Lage, von beiden Pokémon safe einen Hit zu tanken und können dann mit der Pilzspore eins dieser beiden Pokémon einschläfern. Und das ist eine super, super gute Sache, das eingeschläfert zu haben. Außerdem haben wir Gigasauger, Synthese und Wutpulver, auch relativ Standard. Gigasauger ist vor allem nice gegen Suicune und gegen Terrakium. Synthese kann in manchen Matchups ganz hilfreich sein, zum Beispiel gegen Echnatoll, falls sie es, wie gesagt, mitnehmen. Wir rechnen nicht damit, aber man kann ja trotzdem darüber nachdenken, dass es sowas gibt. Mega Stardust, dagegen ist es gut. Gegen Suicune ist auch nochmal ganz nice. Gegen Raichu oder so. Also Synthese kann in einigen Matchups uns auch nochmal sehr stark helfen. Und Wutpulver ist dann dafür da, um eben die Attacken auf Hutsasser zu lenken. Das erklärt sich aber von allein. Ja, und dann haben wir hier ein total physisch defensives Hutsasser, um in der Lage zu sein, dieses Terrakium besser zu checken, weil Hutsasser kein Check für Kapufala oder Hooper ist. Es soll halt einfach nur einen Hit von denen tanken, mehr auch nicht. Wenn sie uns Double targeten, dann ist das Ding sowieso weg. Also ja, es ist wirklich eigentlich nur dafür da, um die physischen Threats zu checken, also sowas wie Mega Stardust, sowas wie Terrakium, Zumpex und so weiter und so fort. Ja, und so viel eigentlich auch zu unserem Team. Ich würde sagen, es ist ein Team, was gewinnen kann, was aber auch komplett zerstört werden kann, wenn wir etwas falsch predikten. Und deswegen sind wir auch schon im Teambuilding ein paar Risiken eingegangen, das ist uns bewusst. Aber das war einfach Pflicht. Ja, es war Pflicht an diesem Spieltag, weil wir müssen hier risikoreich sein. Wir müssen mindestens 2-0 gewinnen. Wir können hier nicht einfach generell auf Sieg spielen, sondern wir müssen auf ein bestimmtes Ergebnis spielen. Und deshalb müssen wir hier auch ein paar Risiken eingehen, um noch Chancen auf die Playoffs zu haben. Ja, und so viel dann eigentlich auch zum Teambuilding-Video. Wie immer, ich freue mich auf Bewertungen und Kommentare und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao!